bei anderen Sachen hier, bei Videospielen. Ja. Habe ich schon ein bisschen längere Aufmerksamkeitsspanne, aber. Da geht eine Tür auf. Hoffentlich keine Zeittür, die dann sich gleich wieder schließt. Ich befürchte es. Ich befürchte es. Wäre ja auch zu gütig vom Spiel. Natürlich, was auch sonst. Was auch sonst. Natürlich dreht sich die Kurbel wieder zurück. Natürlich. Das Rätsel wäre ja zu einfach. Na gut, dann schieben wir mal hier das Wasser hier ein bisschen abdrehen. Die Kiste wieder in die Mitte. So. Schaffen wir auch den Raum mal. Ich hoffe, das reicht. Das ist nicht genug. Knopf gedrückt. Erstellst also gerne Tutorials. Nur, du kannst also sowas Tutorials erstellen. Machst du das auf deinem Kanal? Ich habe jetzt noch nicht so großartig auf deinem Kanal nachgeguckt. Verzeih mir das. Hast du einen Tutorial-Kanal? Oder wie sieht das bei dir aus? Na komm. Ganz bis nach oben und jetzt versuchen wir es mal. So wird es natürlich nie was. Müsste ich schon irgendwie auf der Kiste landen. Bei mir helfen Tutorials auch fast nie. Und nope, mache keine Tutorials. Dann bin ich nicht der Einzige. Nein, die meisten Tutorials haben auch noch den Fehler und das Problem, dass als Videos gemacht werden, dass nicht als Technik-Tutorials, sondern als Unterhaltungsvideos gemacht werden. Dass dann vorher noch eine Begrüßung drin, hey meine lieben Leute, ich mache jetzt ein Tutorial für euch, heute zeige ich euch dies und das. Ja, sowas höre ich dann sofort schon auf damit. Das ist, also, wenn Tutorial zum Vlog wird, dann verstehst du, was ich meine. Fang doch an mit dem, also, wenn die ersten 2, 3 Minuten Begrüßung sind und auch noch Werbung für den Kanal, bitte abonniert jetzt den Kanal und so weiter. Das ist, wenn das Tutorial, das typische Vlog-Anfang von einem Tutorial ist, die ersten 2, 3 Minuten, dann bin ich da sowieso schon am Abschalten. Ich glaube, ich muss die Kiste noch ein bisschen weiter heranziehen. Gibt es auch noch die Tutorials, die schon davon ausgehen, dass du schon was kannst. Also die dann schon damit anfangen, ja eigentlich musst du das schon wissen. Brauchst du jetzt hier diese Vorkenntnisse und diese Vorkenntnisse dafür? Ja, Tutorials sind nicht so. Ich brauche ein Tutorial, was eigentlich damit anfängt. Also wenn ich ein Tutorial hätte über Streaming auf Twitch, dann müsste mir das Tutorial eigentlich erstmal sagen, was ist Twitch überhaupt? Ich meine, ich weiß, was Twitch ist, aber so müsste das Tutorial eigentlich, ein gutes Tutorial müsste erstmal ganz kurz damit anfangen. Wenn ich Tutorials machen würde, würde ich Tutorial Fürst heißen. Nee, das würde ich dir. Dann gäbe es einen Claim von mir. Tutorial Fürst. Nee, Spaß.
Was ist, wenn ich irgendwann meinen Tutorial-Kanal aufmachen will? Dann darfst du mir doch nicht einfach den Namen wegnehmen. Aber nee. Ich mache auch keine Tutorials. Wenn, dann würde ich Zwerg-Tutorial oder sowas heißen. Zwerg müsste schon erhalten gewesen, geblieben sein. Ach verdammt. Das ist hier eine Sache. Das dauert noch ein bisschen hier. Hab ein bisschen Verständnis, meine Damen und Herren. Das muss noch ein bisschen näher ran an die andere Kante. Es muss mehr mittig. Oh wei. So, nochmal Wasser raus hier. Vielleicht müsste ich mal ein bisschen beschleunigen beim Sprung. Dann würde ich es vielleicht auch hier rüber schaffen. Ja, vielleicht wenn ich springe, kann ich den. Vielleicht kann ich das hier hinpacken. Ein bisschen weiter rüber. Mit Anlauf springen schaffe ich es vielleicht rüber. Wäre eine Idee. Hast du irgendein Zitat auf dein Leben bezogen? Wo kommst du jetzt mit der Idee her? Ist jetzt so eine typische Ask.fm-Frage. Nenne ein Zitat, was dich beschreibt. Ein Zitat auf mein Leben bezogen. Wieso das nur? Auf mein Leben bezogen. Verdammt! Hast du irgendein. Ach so, Ziel. Hast du irgendein Ziel auf dein Leben bezogen? Ich habe Zitat gelesen. Sorry. Habe ich ein Lebensziel? Ob ich ein Lebensziel habe? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe kein Lebensziel. Ich habe noch nie irgendwie. Ich habe noch nie irgendwie. Ach, das scheiß Ding am Weg. Ich muss hier noch den Hammer und den jedes noch ein bisschen ziehen. Steht ein bisschen zu weit. Da steht der Pfahl im Weg. Ich war noch nie so der Vorausplaner, wenn du weißt, was ich meine. Einfach leben, ja. Ich lebe so ein bisschen den im Moment so. Ich sag mir, ja. Also auch für meinen YouTube-Kanal, ich habe grob einen 3-Jahres-Plan. Also ich weiß schon, was ich 2021, 22 und 23 machen will. Aber das ist auch nur so ganz grob. Also es ist so eine. Das ist eine Grundidee und das ändert sich dann sowieso jedes Jahr. Das ist also, ich habe dann so eine Idee, diese Let's Plays und diese Projekte will ich dann und dann bringen. Aber ja, dann kommt das neue Jahr. Das ist so wie mit Neujahrsvorsätzen. Sag mir, da sagt sich jemand, ich will im neuen Jahr mehr Sport treiben und mich mehr bewegen und dann, ja, man kennt's. Da kommt immer was dazwischen und ja, muss man nicht so genau nehmen. Also ich habe grundsätzlich also eine Grundidee habe ich für die 3 Jahre YouTube, was meinen Kanal betrifft. Aber das auch sehr, sehr locker, weil ich auch weiß, nicht vieles davon wird wirklich passieren. So, ja. Och, das nervt mich jetzt auch hier, wie ich hier festhänge. Und jetzt in echt, also so auf mein Leben, auf mein außer YouTube-Leben bezogen, auch nicht wirklich. Also, ich weiß noch nicht mal, was ich beruflich machen will.
Momentan bin ich arbeitslos und suche mir gerade eine neue Ausbildung. Ja, bin gerade auf Ausbildungssuche. Mediengestalter will ich werden, aber das ist ja Mediengestalter. Das ist mein Ausbildungswunsch. Aber das ist auch so ein Ding, ja, das ist irgendwas mit Medien. Also mein größter Wunsch wäre natürlich sehr unrealistisch, aber es wäre natürlich mein größter Wunsch, mein Hobby zum Beruf zu machen und eines Tages mit YouTube Geld zu verdienen. Realistisch ist das nicht. Ich weiß, ich bin, also, wenn man realistisch ist, das wird bei mir nichts. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr und auch nicht in 5 oder 6 Jahren. Ich feiere nächstes Jahr mein 5-jähriges Jubiläum. 5 Jahre mache ich dann schon YouTube und wie viele Abonnenten habe ich jetzt aktuell? Heute habe ich, in diesem Moment habe ich 238 Abonnenten. Das ist, ich meine, ab 200.000 Abonnenten kann man schon mal, da kann man drüber nachdenken, ob man sich irgendwie, man vielleicht eines Tages damit, also ab 200.000 kann man drüber nachdenken, ob man das als eventuell irgendwie damit Geld verdienen kann. Es fängt so ab 100.000 fängt das an mit, dass dann die ersten, dass der da so ein, dann kannst du schon mal im Job ein bisschen zurückgehen, also kannst du schon, kriegst du schon genug Geld mit 100.000 Abonnenten, dass du da schon eine Nebeneinkunft hast, aber da kannst du schon, kannst einen Halbtagsjob machen, also wenn du 100.000 Abonnenten hast, kannst du drüber nachdenken, dass du halbtags arbeiten gehst. Ab 200.000 kannst du gucken, ja, vielleicht reicht das schon. Langsam kannst du dir schon Gedanken drüber machen, ob du vielleicht irgendwann damit als hauptberuflich Geld verdienen willst. Aber vorher, also vor der 100.000, bevor man nicht 100.000 Abonnenten auf YouTube hat, braucht man da nicht eine Sekunde Gedanken dran zu verschwenden, dass man da irgendwie jemals mit was an Geld verdienen kann. Das ist, also brauchst du das. Ja. Ist mir bewusst, dass das bei mir Utopie ist. Das ist insgeheim mein Wunsch. Das wäre natürlich super. Ja, komm, Sven, du wirst bestimmt irgendwann zum YouTube-Star. Mit den Let's Plays hier. Mit der Leistung hier im Spiel. Mit der Leistung. Ich hänge hier seit 20 Minuten in dem einen Raum fest. Mit der Spielerleistung als Let's Player. Ja, mit der Leistung. Kann ja gut sein, dass ein größerer YouTuber auf dich reactet oder ähnliches. Ja, das kann natürlich sein, aber es ist ja über Nacht die Millionen. Ja, ausgeschlossen ist das nicht, aber davon sollte man vielleicht nicht ausgehen. Oder das sollte man erstmal nicht annehmen. Und so organisch gewachsen, so jetzt die Abonnenten, ohne irgendwie Push von draußen, von einem anderen YouTuber. Ja, 238 Abonnenten in 5 Jahren. Das ist ein bisschen mager. Ist wirklich. Aber bei mir kommt es ja momentan noch nicht. Das ist das, wie gesagt, das ist bei mir noch nicht die Alternative daher. Ja. Da das nun ein Hobby ist, für mich ist das auch okay. Ist das auch. Da ich das wirklich nicht wirklich als Job machen will, ist das hier wirklich kein Thema. Was machen wir denn jetzt hier? Wie kommen wir denn jetzt hier im Spiel voran? Dann zurück ins Spiel. Ich hänge jetzt hier schon seit 2, 3 Parts in diesem Zimmer drin. Jetzt 20, 30 Minuten. Das Springen muss geübt sein. Ich glaube, das
der Koffer muss weiter hinter, weil von dem Koffer aus kann ich schlecht springen. Ein Tutorial? Fragezeichen. Ja, Tutorial, wie man hier springt. Ja, von hier aus kann man springen. Das heißt, der Koffer, bis dahin bin ich gesprungen, der Koffer kann dort anfangen. Das ist kein Problem an dieser Stelle. Der kann ruhig ein bisschen weiter, wenn ich dann springen hinkriege. Vom Koffer weg auf die aufs Land zu springen, das ist schwieriger. Das heißt, der Koffer muss näher an dem. Kann ruhig ein bisschen näher dran sein. Okay, mit Schieben ist jetzt nicht, oder? Was macht der Charakter da gerade? Ja. Ein bisschen ungelenk hier gerade der Charakter. Irgendwas. Hier sind auch Dosen im Weg. Backt so ein bisschen an der Kiste vorbei. Ach, versuchen wir es mal so, stellen wir es mal so schräg hin. Noch irgendwas, worüber wir reden können. Ich meine, ich werde hier sowieso noch einige Male scheitern. Irgendein Thema, was dir gerade auf der Seele brennt, nur Satz mit X. Das Springen in Spielen, das ist noch so ein Ding für mich. Das ist da. Ich noch Neuland. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Springen in 3D-Spielen. Dritte Dimension. Muss ein bisschen Anlauf nehmen und springen. Jetzt habe ich die auch noch weit weggetrieben. Ach. Noah, sag schnell ein Thema. Worüber wollen wir sprechen? Ich meine, vorankommen wir hier sowieso nicht. Der Koffer steht auch ungünstig. Da muss man hier so ein bisschen links. Mit Tutorials haben wir schon gesprochen. Auweia. Es ist doch hier. Ist heute eine Leistung, die ich hier bringe. Jenseits von Gut und Böse. Gamescom, über die Gamescom willst du sprechen? Da hast du wohl den Podcast nicht abonniert. Da habe ich. Gamescom ist vorüber. Das ist. Da werde ich nicht mehr drüber reden. Das ist. Gamescom 2020 ist vorbei. Das ist. Da reden wir nicht mehr drüber. Habe ich schon in zwei Podcast-Folgen drüber geredet. Podcast-Kanal abonnieren, nur das Thema will ich nie nochmal öffnen. Wirklich nicht. Haben jetzt, glaube ich, fast 2 Stunden. Da gibt es fast 2 Stunden Videomaterial, wo ich mit Modus über die Gamescom rede. Das muss reichen. Es ist alles gesagt worden, was es dazu zu sagen gab. Die Gamescom fand Ende August statt. Oh nein. Es gab da auch ein Video für, es gab da mehrere Videos. Es gab 2 Streams auf meinem Kanal zur Gamescom. Und es gab ein Video auf meinem Kanal, ein Gamescom 2020 Vlog. Und jetzt einige Let's Tests von der Gamescom, die jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochen online kommen. Gamescom ist erst nächstes Jahr wieder, hoffentlich 2021 dann wieder nicht online, sondern in Köln. Für
Dieses Jahr ist es vorbei. Finito. Und hops. Ah, fast, 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 fast. Das war schon ein guter Ansatz. Spiel ich Minecraft, ob ich Minecraft spiele? Ich habe Minecraft gespielt. Minecraft Arno gibt es auch auf meinem Kanal eine Playlist. 100 Folgen Minecraft Arno. Habe ich 100 Parts von Minecraft gespielt auf der Switch. Da wird es eines Tages, 2021 wahrscheinlich, mal schauen, ob ich es 2021 schaffe. Wenn nicht, dann irgendwann wieder. Eines Tages wird es dann noch eine Staffel 2 von geben. Also weitere 100 Folgen. Also Folge 101 bis 200. Also 99 weitere Folgen. Um genau zu sein. Der Raum pisst mich jetzt hier gerade. Der Raum, das ist der. Pisst mich richtig an. Hier. Es ist so offensichtlich, wie man hier weiterkommt. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich bring's einfach nicht. Also um die Frage richtig zu beantworten, ich habe Minecraft gespielt und werde vielleicht irgendwann wieder Minecraft spielen. Momentan spiele ich es nicht. Momentan spiele ich sowieso Little Nightmares. Im Moment spiele ich mein Little Nightmares. Verzeihung, ach, diese verdammte Säule. Du hast eine Switch. Jetzt müssen wir mal reden, Noah. Jetzt müssen wir wirklich reden. Also, ich glaube, ich muss dir gleich mal den Moderatorenrang wieder ziehen. Also, du hast wirklich noch nie auf meinem Kanal nachgeguckt. Du kennst dich, du kennst, du hast wirklich jetzt, du hast wirklich noch so absolut, hast noch nicht ein Video von mir geguckt, oder? Bist du wirklich komplett dran vorbei, oder? Anhand deiner Fragen muss ich feststellen, dass du da. Na, was für Projekte verfolgst du denn aktuell? Doch, sagt er. Was für Projekte guckst du denn gerade? Dann kannst du die Frage selbst. Kannst du die Frage selbst vielleicht beantworten. Na gut, gerade laufen nicht so viele Switch-Netze. Es ist jetzt 2020 ist jetzt sehr viel PC, sehr PC-lastig gewesen, weil nichts für die Switch rauskam. Hab noch nicht deinen Podcast geguckt, wird aber schnell nachgeholt. Brav. Feiner Noah. Aber erst nach der Folge hier. Uah. So nah und doch so fern. Also, was läuft denn gerade aktuell? Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, das läuft, da kam gestern, nicht richtig, andere, kam gestern erst ein neuer Part. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, was es meines Wissens nach nur für die Switch gibt. Dieses Spiel gibt es nicht für eine andere Konsole. Es ist nur für die Nintendo Switch erhältlich. Da ich da spiele, muss ich eine Switch haben. Das gibt es nicht für PC. Es sei denn auf Emulator, aber egal. Ich habe eine Switch. Aber das sieht man, glaube ich, auch, wenn das Emulator ist und wenn das Switch ist. Das kann man unterscheiden. Das war gerade ein kleiner Spaß. Welcher Satz? Was davon war ein kleiner Spaß, dass du den Podcast nicht gehört hast oder was? Ja, von mir aus.
Hier nochmal springen, das wäre jetzt die. Ich muss da nochmal abspringen vom Koffer. Wie ich das auch schaffen will. Sorry, ich bin auch gerade für Ironie. Ich bin für Ironie, gerade wenn es in Zeichen, in Schriftzeichen, das mit der Switch. Ah, okay. Ironie, wenn es in, im Chat geschrieben wird, ist gerade für mich, ja, habe ich leider anhand deiner Buchstaben, die du da reingeschrieben hast, nicht erkannt. Die Buchstaben waren leider nicht so sehr betont. Da habe ich jetzt keinen ironischen Unterton gehört. Aus den Buchstaben. Das ist das Problem. Das ist das Problem mit. Das Hauptproblem mit Chats. Das ist das Ding. Das ist das Einzige, was also. Ich liebe es zu chatten. Also ich mag teilweise sogar das Chatten, also das auf Discord mit Leuten schreiben, lieber als das Telefonieren oder persönlich mit denen chatten schreiben, also persönlich was persönlich mit denen reden. Aber es fehlt so ein bisschen, also das ist das einzige Manko, was irgendwie ich würde es als einziges Manko sehen, dass du halt keine Körpersprache hast und keine Mimik und keine Gestik und keine gerade Ironie ist schwer zu erkennen in Textform. Kannst du halt nur ein Emoji hintersetzen und hoffen, dass der das Gegenüber das Emoji richtig liest. Aber auch die Emojis, ja, wir wissen alle, wie die Emojis funktionieren. Das ist also nicht sehr zuverlässig. Also Emojis, du musst erstmal richtig verstehen und musst erstmal richtig. Da muss das Gegenüber erstmal wissen, was du mit dem Emoji meinst. Ich meine, das kann ja. Das, ein Emoji kann ja manchmal verschiedene Bedeutungen haben. Wir brauchen einen Ironie-Smiley. Da gibt es auf dem. Ich glaube, auf dem 4.5. Trupp-Server gibt es so ein Emoji. Das hält so ein Schild in der Hand. Achtung, Ironie. Dieses Emoji brauchen wir für den Chat. Es geht auf YouTube schlecht, aber auf Twitch dann. Das machen wir dann auf Twitch, wenn ich, sobald ich auf Twitch streame, tun wir dann. Dann können wir dann dort als Emote, sobald das geht. Ich glaube, das geht auch erst, wenn man Verifizierung hat und so weiter, oder? Aber ja, wir brauchen Emotes. Verdammt. Ich muss das mal hier üben. Ich muss hier gerade mal kurz springen üben. Ich meine, der Stream ist sowieso gleich vorbei. Da muss ich gleich mal. Ich muss gleich mal aufhören. Ich komme da hinten nicht drüber. Ich komme da nicht hintergesprungen. Ich musste nochmal abspringen. Musst du dann aber auch ankündigen, wenn du auf Twitch streamst. So wie ich es mit jedem YouTube-Stream mache. Ich kündige das einmal auf Twitter an und einmal auf Discord. Und grundsätzlich eigentlich mittwochs und sonntags bei mir Streams. Es sei denn, ich bin nicht da. Dann ist Mittwoch und dann sind auch kein Stream. Ansonsten. Ach je, ich komme hier auch. Ich komme jetzt hier heute nicht mal weiter. Jetzt haben wir hier leider an zweierlei Stellen heute ziemlich heftig gehangen. Ich würde mal sagen, bevor es hier noch peinlicher wird, beende ich diesen Stream an dieser Stelle, würde ich mal hier erstmal auf mit dem Spiel hier. Lassen wir es mal gut sein für heute. Besser wird's nicht mehr. So, grüner wird's nicht mehr, sagte der Zwerg.
sagte der Gärtner. Grüner wird's nicht mehr, sagte der Gärtner und verschwand. Ja, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben lassen, aber da ihr neu seid und den nächsten Stream, den nächsten Part nicht verpassen wollt, habt noch einen angenehmen frostigen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder, wenn es dann besser wird, wenn es dann hoffentlich besser wird, ich dann besser anstelle. Am Sonntag wahrscheinlich. Ansonsten habt einen angenehmen Tag und ciao, ciao.